Hallo, wir sind die Sportexperten aus dem Ferienprojekt in Tillinghausen. Die besten Latein-Standardtänzer haben wir im Grünen Gold Club in Bremen in der Tanzarena besucht. Dort haben wir Uta Albanese, Trainerin und ehemalige beste deutsche Paartänzerin, und ihre Schüler Nikita Groß und Juliane Engelke beim Training begleitet und sie interviewt. Die beiden treten 2016 bei der Junioren-Weltmeisterschaft an. Es sind tolle Bilder geworden. Viel Spaß beim Zusehen. Hallo, wir sind Lana und Emma. Wir haben ein paar Fragen für euch. Danke, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt. Wie viele Zuschauer habt ihr so bei Wettbewerben? Die Eltern kommen natürlich erstmal mit. Es kommen immer ein paar Freunde mit. Meistens so um die 800 Leute, die einfach am Rand stehen und einen anjubeln. Juliane, wie fühlt man sich als Vizemeister und bestes deutsches Nachwuchspaar? Wer sucht euch das Outfit aus? Was sagen eure Freunde zu eurer Leidenschaft? Du warst Profitänzerin. Ab wann ist man Profitänzerin? Was ist schwerer für dich, selber tanzen oder anderen das Tanzen beizubringen? Du warst einmal in der Fernsehshow Let's Dance. Wieso kein zweites Mal? Weil ich dann schwanger geworden bin mit unserer Tochter. Und dann konnte ich nicht mehr. Und dann hat mein Mann das alleine gemacht. Danke für das Interview. Jetzt kommen die X-Specials mit Joshua. Sportexperten Nix, du bist eine sehr gute Tänzerin. Welche Sportart kannst du überhaupt nicht? Werfen.